So, allzu lang hat es ja nicht gedauert. Alle Spieler sind drauf, die durchsetzen erfolgt. Astana Dragons darf als CT anfangen. Copenhagen Wolves nicht von der Flagge verwirren lassen. Aber die Orga ist wohl britisch. Und die Flagge, die auf der Seer-Seite eingestellt ist, die wird hier auch angezeigt, leider. Habe ich keinen Einfluss drauf. Lasst euch nicht verwirren. Es ist immer noch das dänische Copenhagen Wolves. Wir sind live in der Pistol. Die war vorhin ein bisschen chaotisch von AD. Mal gucken, ob sie jetzt ein bisschen besser agieren. Angel auch vorhin schon hier gefaced. Diesmal macht er nicht den Fehler und zielt er allzu lange runter. Scheiß Buggy Player Name. Ach so, jetzt raff ich das mit der. Boah, Schönheit von Adrian. Ekelhaftes Interp aber hier. Jetzt raff ich das mit dem Punkt da. Er zeigt einfach die Decoy in Player Name, sondern halt einfach. Irgendeinen Spielernamen faken. Es geht zum B. Dossier wird sich auf jeden Fall zurückziehen, wenn er hier nicht direkt einen Frick bekommt. Bisschen Damage noch gemacht. Wie angesprochen, zieht er sich zurück. Hat er eben auch keinen Support gehabt. AD will hier den Retake fahren. Und CW blockt aber hier den Seitengang. Oh, wo ist denn der Support für Dossier? Jetzt kam er ganz rechtzeitig noch. Jetzt wird es super schwer für Copenhagen Wolves. Boah, zwei schöne. Boah! Was? Warum kippen die auf einmal alle Insta nacheinander? Wie Pimp da auch mit 50 HP stehen kann, frage ich mich. Maklov hat ein Kit und eine Flash. Oh, und der Chipnix zeigt sich nicht. Sehr gut gespielt von ihm. Nur auf das Diffuse-Geräusch gehört. Beziehungsweise nur auf Sound gespielt. Krasser Scheiß. Die Runde war doch schon so gut wie abgegeben. Turn vor. Holt hier Copenhagen Wolves damit 1 zu 0. Oh Mann, das wird sie ärgern. Richten kann, haben wir vorhin bei Dosia gesehen. Vermuten, dass da die Wolves auch B gehen. Sieht bisher ganz gut aus. Ah, ein schöner Schlitzer. Interessant. Weiß gar nicht, ob sie das gerade bewusst gemacht haben oder. Das ist ja echt ekelhaft. Not bad. Schade, dass sie da nicht kommen. Wie unglaublich routiniert und bedacht Copenhagen Wolves das hier runterspielen. In einem 5 gegen 3 gegen eine Eco. Sieht gut aus hier, dass sie mit allen Waffen sogar durchkommen. Ah, denn diesen Fact-Zusatz sollte ich vielleicht mal rausnehmen, denn wirkliches individuelles GUI ist es ja jetzt nicht mehr. Es ist halt nur die. Diese kleine Anpassung mit den Schriften hier. Dass sie ein bisschen größer ist und der Chat ein bisschen anders, aber sonst ist ja alles Standard leider. Ich hätte schon ganz gerne wieder farbige Granaten. Ich finde es einfach viel einfacher, direkt zu erkennen, welche Granaten dann noch am Start sind. Aber das kommt hoffentlich alles noch. Der Support für GUIs, für Custom GUIs wieder. Vielleicht auch inklusive Workshop. Aber demnächst gibt es wohl erstmal den Workshop für die Waffen.
ins Spiel integrierten. Bin ich auch mal sehr gespannt drauf, was dabei rumkommt, ob man da die Waffen... Ich vermute, man kann die dann selbst benutzen, aber wenn es für andere zugänglich machen, weiß ich nicht. Ich würde fast sogar glauben, dass man die dann auch verkaufen kann. Und ach, keine Ahnung, das sind auf jeden Fall unbegrenzte Möglichkeiten. Ich weiß nicht genau, wie es in Dota ist. Aber soweit ich weiß, verdienen da so Itemhersteller auch ganz gut Kohle damit. Trotzdem sollte man nie das Spiel an sich außer Acht lassen. So schön und gut auch die kosmetischen Sachen sind. Im Gameplay sollte man trotzdem weiterarbeiten und feilen. Die Runde war ein bisschen knapp. Sorry, dass ich hier ein bisschen gelabert habe. 3-0, aber Copenhagen Wolves. Jetzt geht's in die erste Equip. Vorhin hat Markel auf einer AWP gespielt gegen Very Games und das tut er auch wieder. Somit hat sich meine Verwunderung vorhin eigentlich auch beantwortet. Also er hat sie vorhin nicht nur wegen dem Topspawn gespielt, scheint hier in den Standard integriert zu sein bei Astana Dragons. Also Adrian hat es irgendwie mit den Hühnern. Vorhin schon. Edward gestorben. Ah, da oben im Haus. Die Wolves Rippen eingenommen. Markloff. Boah, zieht er nochmal rum. Zweiten nicht bekommen. Angel gerade allein auf weiter Flur hier am großen Spot. Verliert das Duell, kann für dich nur Low machen, nicht den Frag. Gute Gegenfläche sind Sass. Mitte steht auch noch Fries unten. Kann somit auch ansagen, ob deine Rippen rüberläuft zur Action. Merken jetzt auch, AD wird sparen. Vor allen Dingen die AWP, an die sie ja gekommen sind. Adrian bekommt doch gleich von hinten Besuch, wenn er da noch länger wartet. Spielt sich auch mit der Smoke. Obwohl es natürlich eh halbwegs klar war, dass sie da zu zweit sind. 4-0, ein super Start für die Dänen. Aber ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, die AWP da am Hass einfach so defensiv einzusetzen. Da würde mir Banane besser gefallen oder von mir aus auch wieder. Ich weiß nicht, ob überhaupt eine AWP auf Inferno so sinnvoll ist. Zumal er ja da irgendwie auch alleine ist. Da ist irgendwie keine Falle, kein Doppel oder sowas. Vorhin haben sie zwar so eine kleine Falle im Hells aufgebaut, aber es war scheinbar auch spontan. Na, mal gucken. Vielleicht kann er mich noch überzeugen. Bisher sieht es eher nicht danach aus. Lässt jetzt auch sein, die AWP. Wirklich was umstellen tut mir ja nicht. Standardaufbau. So, die Info haben sie, dass sie Haus drin sind. Ne, ist mit dem Haus. Boah, sind schon sehr weit von Haus. Dort steht aber ganz gut. Geht direkt auf den ersten. Kann den auch machen. Ekelhafte Legs. Mark läuft noch auf dem Spot. Schade. Schon wieder einer mit super wenig HP da durchgekommen. Wenn der mal noch fallen würde, immer wäre es eine bessere Ausgangslage. Fällt jetzt aber in der Mitte. Hätte sich Fetisch vielleicht
mehr verstecken müssen. Gute Nate gegen Schipnix da im großen Sand. Wird nochmal nachgesmoked. Bombe liegt aber Standard. Wir müssen die Smoke aber auch mal nutzen. Hätte man vielleicht Friedhof reingehen können oder sowas. Sie nutzen die Smoke gerade nicht so gut. Oh, und Schipnix vermutet, dass er defused wird. Boah, doch ganz gut runtergespielt von AD. Und das... echt noch... Nein! Warum geht... Hä? Das verstehe ich nicht. Also selbst wenn er denkt, dass er es nicht mehr schafft, kann er doch wenigstens trotzdem draufhalten, da er sowieso stirbt. Und meines Empfindens nach hätte er das geschafft. Zumindest aber wäre es ultra knapp gewesen. Und das ist mir doch mehr wert, als dann einfach... Ach, komisch. Komische Entscheidung von Adrian. 6:0. Die gute Leistung gegen... Ja, wobei, die CT waren sie ja auch nicht so gut, eben gegen VG. Müssen sie jetzt noch ein bisschen Gas geben. Sonst müssen sie wieder als Terror die Runden holen. Oh, interessanter Skin von Markov. What the fuck? Den kenne ich gar nicht. Spitfire. Ah, schön invisible. Das ist... Jetzt ist sie da. Auch komisch. Läuft's mal, fängt's mal gut an. Für die Drachen. Sehr guten Damage da an Copenhagen Wolves gesetzt. Der Adrian ist jetzt auch mit einem großen Spot. Copenhagen Wolves noch keine Entscheidung getroffen. Fittich faked da ein bisschen. Trifft auf keine Gegenwehr. Sneakt sich dort durch. Hier. Er scheint es nicht gemerkt zu haben. Jetzt sollten sie aber wirklich klein gehen. Oh, Dosia checkt es, kann ihn ansagen, macht den Frag. Und jetzt aber groß bleiben. Oh, das war komisch gespielt von Coming Wolves. Wenn sie doch da einfach mal umgetreten hätten, da Fetisch unterstützt, wenn er schon so viel Raum dicht hat. Kann man fast, muss man eigentlich die Schlüsse ziehen, dass da nur einer steht und der super Dev oder das irgendwie nicht gecheckt hat. Ja, damit verdient die erste Runde für AD. Jetzt müssen sie sich einen kleinen Rausch wieder spielen. Sonst heißt Folgerunde direkt Eco wieder. Flash schnell Mitte. Oh, da waren sie schon zu weit oben. Das ist ein typisches Go-Problem, glaube ich, gerade gewesen von Angel oder Edward. Dass sie dann nicht genau gut genug gehört hat, dass sie schon so weit oben sind. Und wieder ist es einer, diesmal ist es Pimp, der da bei einem Go mit super wenig HP durchkommt. Mal gucken, er bückt da in der Smoke. Ja, schöne Nade gegen das Schiffnix. Aber wenn jetzt Reflex schnell kommt. Schade. Schade, schade, schade. Ist es die Eco? Ich denke schon. Weiß nicht, ob das Geld jetzt schon raufgebucht wurde. Ja, es ist die Eco. Oh Mann. Also. So gut die Terrorseite von Astana vorhin war, so schlecht sind sie dann irgendwie als CT, aber sind mir auch viel zu steif irgendwie. Viel zu statisch. Machen am Großen eigentlich immer das Gleiche. Am B ist auch wenig Druck da. Da agiert Varigames doch schon wesentlich besser. Und reagieren nicht nur. Machen viel Druck immer auf die Ts. Und das lässt gerade ein bisschen... Ja, vermisse ich gerade ein bisschen bei AD.
bisher spiegelt sich die Quote hier in keinster Weise mit dem Spielverlauf wieder. Noch ist aber nichts verloren. Aber auch nichts gewonnen. Für keine der beiden Seiten. Damit 8-1. Ah, keiner über 5k. Vermutlich. Ah, das ist super wenig Kohle, aber sie brauchen jetzt langsam mal Runden. Für den AWP hat es dann doch noch gereicht. Ah. Auch alle nur kleine Weste. Vernünftige Entscheidung. Um hier noch ein bisschen mehr Equipment in der Hand, in der Tasche zu haben. So, aber wieder defensiver Aufbau. Okay, doch nicht ganz. Edward und Angel sind im Gang aggressiv. Boah, stark von Angel, sorry. Der nimmt gerade komplett das Haus auseinander. Super starke Runde von ihm. Boah, entscheidet sich da auch direkt in die weiße Tür reinzugehen. Effekt gespielt. Ich hab nichts, hat das aber gehört. Nice. Schöne 4K von ihm. Sorry, dass ich da nicht drauf war. Aber das erste Mal, dass man was macht, was spielt, agiert und nicht nur die T's kommen lässt. Und schon ist es die Runde. Das sollte ihn zu denken geben. Und nicht nur zum Denken, sondern auch zum Handeln bewegen. Nächste Runde wieder wichtig, sonst geht's wieder in die Eco. Aber eigentlich gezwungenermaßen, man hat die Runde mit vielen Leuten gewonnen, überlebt. Aber auch Banane finde ich irgendwie ein komisches Spiel von AD. Ich weiß nicht, ob da immer Nades runterkommen. Beide haben keine Nades, ich glaube schon. Aber irgendwie wollen sie da nicht so richtig die Kontrolle behalten. Man kann da schön mit einer Smoke oben arbeiten. Machen sie nicht. Machen nur die Hof-Smoke dort. First Trick gesetzt. Und jetzt vielleicht ein Fehler. Man lässt du sie ja allein. Der Posi ist jetzt bekannt, er kann keinen machen. Wieder sind es zwei sogar, die mit Low HP da auf den Spot kommen. Die Nate macht leider auch nichts. Bisschen verspekuliert von Markelov. Dachte, dass im Hof einer schon steht. Y wäre bessere Entscheidung gewesen. Oh, Adrian macht die durch die Smoke. Die Zeit, die tickt und tickt und tickt. Ries bleibt aber stehen, er weiß genau, sie haben da ein hervorragendes Kreuzfeuer. Ja. 3 gegen 4, locker flockig geholt. 8 zu 2. Wieder die Folgerunde verloren, aber man wird kaufen können. Zumal man mit Markelov jetzt auch noch eine AWP gesaved hat. Dann liegt da sogar einer, hat jetzt Topspawn. Jetzt nutzt den doch mal Mitte. Da kommt eigentlich nur eine Smoke hoch. Falls ich da richtig aufgepasst habe. Keine Nade oder Flash. Sollte da direkt anlegen. Auf geht's. Oh, dodged ein bisschen die Smoke sogar. Sehr schön, deswegen stand er auch so weit vorn. Schade, dass es nicht mit einem Frag belohnt wurde. Und endlich wollten sie auch mal mit Banane ein bisschen die Kontrolle behalten. Sie haben sogar eine Smoke bei... bei Adrian. Boah, Haus wieder
Edward da allein gestanden, mit der Smoke, glaube ich, im Rücken. Brauche vielleicht noch Angel das nächste Mal als Hilfe. Das sieht doch jetzt gut aus für AD. Angel ruft da sehr schön im Sand und macht da beide mit Head. Sehr gut, also langsam kommt Angel und Edward da am A in Fahrt. Markelov bleibt weiterhin blass. Dritte Runde. First Hana Dragons. Die Wolves. Boah. Nee, doch kein Eco. Auch Teil-Eco, weil die beiden da viel zu viel Geld hatten. Beide AK, wahrscheinlich Minikev. Oh, sogar große Weste beide. Nochmal gucken. Eieiei. Irgendwas macht er da noch falsch. Das macht er richtig. Schön. Geht doch, Lauf. Och, und durch die Smoke. Den vierten macht er auch noch. Na komm schon. Hol dir das Ace. Ja. Nein. Ja. Fast. Heiß, heiß. Oh, schade, Edward klaut's eben. Egal, vierte Runde. Jetzt haben sie sogar ein bisschen Geldpolster aufgebaut. Das ist wieder so ein Turning Point. Wie vorhin bei Very Games. Wo sie dann auch irgendwie die letzten drei Runden in Folge geholt haben. Bei Astana werden sie jetzt sogar die letzten vier. Die Smoke kommt doch echt jede Runde. Ich weiß nicht, ob das auch unbedingt sein muss, wenn man sowas drin hat. Sollte man das vielleicht auch mal ein bisschen variieren. Es gibt wieder Hauskontakt. Zu dritt. Vier Mann im Haus sogar. So, jetzt kann Edward wieder glänzen. Man zeigt sich da zu offen. Wenn er da oben einfach stehen bleiben würde. Gegner vorsichtig laufen. Nicht da immer reinpushen. Spot damit eingenommen. Da fehlt auch irgendwie ein zweiter Spieler im Sandkasten, um so einen Grau aufzuhalten. Dosia aber schon schnell da. Hätte vielleicht, wenn er so schnell ist und so viele Mates dann noch in den Rippen, vielleicht eher über Haus gehen sollen. Ah, das übernimmt Angel. Sehr gut mitgedacht. Wichtig, dass da einer bei Haus kommt. Oh, Ruine vermutet er schon ganz gut. Ist jetzt auch bekannt. Den Retake können sie holen. Müssen sie fast sogar. Sie wissen, wo zwei Spieler sind. Da wird sogar schon durchdiffused. Pimp noch einen großen Sand. Kriegt Headshot von Dosia. 5:9. Hervorragende Retake von AD. Allen voran Angel, der da die richtige Entscheidung getroffen hat, über Hausmeister Haus zu gehen. Eigentlich die Entscheidung, die hätte schon von Dosia hätte kommen müssen. Hätte da meiner Meinung nach über falsche Mitte direkt schieben sollen. Aber egal. Fünfte Runde steht. Chance zur sechsten. Alle mal vorhanden. Zumal, wenn ich mir das Equipment bei Copenhagen Wolves ansehe, damit sind sie nicht wirklich gesegnet. Oh, merkt doch direkt, kaum das AD hier mal ein paar Runden holt, werden sie ein bisschen selbstbewusster. Markelov variiert. Mehr mit AWP. Sauber. Genau so. Jetzt sollte aber wieder schleunigst einer rüberschieben und dort Dosia unterstützen. Oh, er sieht die minimale Schulter. Oh, macht einen. Ach, für die Smoke, warum auch immer die jetzt wichtig sein sollte. Oh, macht einen. Zweiten holt er sich mit Nate. Ja, damit das 6:9 so gut die beschlossene Sache.
Headshot. Aber nix, alles nix. Da hat sich AD nochmal gut gefangen. Vermutlich spielen sie jetzt die gleiche Taktik wie vorher gegen Fairy Games. Müsste daran zu erkennen sein, dass sie da Mitte vor allen Dingen direkt mit einer Flash rumziehen. Mal gucken. Vorhin war es dann ein B-Split, den man sogar geholt hat. Also laut Readmo hat Copenhagen Wolves ja auch die höhere Win Percentage auf Inferno, 69,2% gegen 55,6%. Also die Wolves auf jeden Fall nicht schlecht unterwegs auf Inferno. Keine Flash diesmal drüber. Taktik sieht aber prinzipiell erstmal gleich aus. Mal sehen, ob sie hier zum B-Split gleich ansetzen. Sie haben zwei Smokes. Markloff und Adrian. Markloff steht auf falsche. Die Wolves hatten aber auch keine Chance, vorhin das Match gerade zu gucken. Von daher dürften sie die Pistole nicht kennen. So, Markloff sucht sich da die Pose. Sieht ganz gut aus. Und Adrian smokt die Action. So, kurz gucken, wo die Markloff Smoke landet. Im Bogen landet sie. Im Eck haben sie aufgepasst. Es wird wirklich wieder der B-Split. Schipnix entscheidet sich offensiv zu gehen, wurde gespottet in der Smoke. Damit können die CDB-Spieler eigentlich auch durchfahren, wenn sie wissen, dass da eine Banane offensiv ist. Schipnix holt keinen mehr. Es sieht sehr, sehr gut aus für AD. Seitengangspieler auch bekannt. Bekommt ins Gesicht. Damit nur noch Pimp über den Hof. Hat sich aber auch schon verraten, ist aber auch vollkommen egal, 1-5. So gut wie unmöglich zu holen. Hey, den wollt ihr sich schnappen. Ah, allzu aggressiv sollten sie jetzt auch nicht mehr gehen. Dosia ist low, Markloff schon gute Hits. Aber die Runde muss an Astana gehen. Ein HP noch. Schöne Frags noch, aber jetzt alles nichts. 7-9. AD kann jetzt ja aufschließen. Und gleich ausgleichen. Ein HP, ja. Jo, jo, jo. Ein HP zu haben, ist in jeglicher Hinsicht eine schlechte Sache. Wurde schon irgendwo nicht verworfen. Oder? Nee. Liegt genau da, wo sie liegen soll. Auch Angel hier immer. Schicken Diffuser Mode. So, 9-8. Mal schauen, ob sich Copenhagen Wolves traut zu kaufen. Würde er sagen, nein. Ah, fehlt dich doch nur 2-7.
Sollte nicht jetzt eigentlich auch in dem Overlay dort der Schalldämpfer weg sein? Wenn Fries ihn da abmacht? Fragen über Fragen. Ocean Foam. Kenne ich auch noch nicht, die USP. Die P2000. Müsste aus dem Bravo Case sein. Die Behäs gegangen. Kommt irgendwo Speed gestackt. Leichtes Spiel. Sollten wir das auch mit allen Mann überleben. So, 9 beide. Alles wieder offen. Copenhagen Wolves verzichtet auf eine AWP. Als Terror ohnehin ungewöhnlich. Makler nur mit Galil. Auch sie werfen schnelle Smoke Mitte. Schneller Hauskontakt. Wer deckt da? Pimpt nur aus dem großen Sand. Schade. Spielt es doch nicht direkt. Aber Haus haben sie die Kontrolle. Interessante Flash von hinten. Gar nicht mal so übel. Oh, Adrian Flash in die Mitte. Oh, schade. Kommt der Angel, während er mit der Flash rausgeht, ins Gesicht. Wichtiger Frag von Adrian. Gefällt mir heute ziemlich gut, der Junge. Frag, Refrag gefallen. So, Dosia weiß, dass da gerade einer offensiv war. Und Edward hat super viel Kontrolle im Has. Das wird ein kleiner B-Split. Wie viel sie jetzt hier am B machen können. Oh, drin nochmal ab. Sehr gut kommuniziert von Edward. Oh, der siegt sich durch. Muss die Flex setzen, tut er auch. Zweiten. Schönes Ding von Edward. Sehr, sehr gut, dass sich AD da nochmal umentscheidet. Nicht so wie vorhin in Comic Wolves, wo Fetisch da, glaube ich, durch war. Eine ähnliche Situation. Diesmal, also von AD, besser gehandelt. Das zeichnet wirklich auch Top-Teams aus. Das dann so nochmal zu kommunizieren. Umzukehren. Perfekt runtergespielt. Sehr schön durchgesneakt von Edward. Der hat ja die Runde auf jeden Fall. Also die Runde geht auf seine Kappe. Erste Equip, erste T-Equip-Runde geht somit an AD. Eco bei Copenhagen Wolves. Guter Start in die zweite Hälfte. Shipmix damit erheblichen Problem, irgendwie mal Damage zu setzen, hat er nur einen Headshot gemacht. Angel legt nach hinten, oh, einen unglaublich ekelhaften Schlitz. Adrian macht das, was er heute schon den ganzen Abend macht, Hühner jagen. Ja, der sonst nichts in Kasachstan. Lololol. Pimp will noch eine Waffe stauben. Muss man das anmachen? Diese E-Mail-Verification für den Chat? Mal gucken. Weitere Einstellungen. Pimp holt noch ein. Nee, habe ich nicht eingestellt. Weiß nicht, ob ich das sollte. Ich
Ich meine, die Viewerzahlen halten sich ja noch in Grenzen. Bei so großen Channels verstehe ich das. Weiß nicht, ob es bei mir schon sinnvoll ist. Ich glaube, Spam ist gerade nicht wirklich da. Von daher würde ich es prinzipiell erstmal auslassen. Kann man ja bei Bedarf einfach aktivieren. Fries greift zum ersten Mal in diesem Match zur AWP. Astana diesmal nicht zügig Haus eingenommen. Weiß nicht, ob das dann immer eher auf einen... Okay, sie nehmen es jetzt trotzdem ein. Sind auch gut darin beraten, das immer zu tun. Oh, oh, oh. Das hier am B gemacht. So, sie wollen einnehmen. Sipnix wirft die Flash. Zweite saß, glaube ich, gut. Macht den ersten. Boah, den zweiten auch. Ganz stark. Könntest du gar nochmal eine zweite vielleicht kommen hergerufen worden sein in den Hof. Ach, das Deutsch. Hilfe. Egal. 3 gegen 3. Markloff gewinnt das wichtige Duell in der Banane. Sonst wäre der Spot in der Zange gewesen. Schade. Macht auch nur Headshot. Sehr schön da aufgehalten von AD. Shipmix hätte fast noch die Runde. Also hat sie auf jeden Fall offen gehalten, lange Zeit. Sonst wäre der B-Spot direkt eingenommen und sie hätten 3 gegen 5. CW bleibt hier doch immer passiv. Jetzt mal die AWP eben von Fries außer Acht gelassen. Und wieder gibt es die Einnahme. Diesmal klappt es besser. Diesmal blockt da keiner direkt die Laube. Was machen sie jetzt aus dem eingenommenen Raum? Bewusst bisher nichts. Unbewusst haben sie gerade einen gebunden. Aber wenn da einer in der Bibo ist, dann weiß ich so. Bauen das jetzt um. Aber Copenhagen Wolves riecht den Braten. Und Shipnik sollte ja gut. Ich kann sagen, sollte schleunigst da auf den Spot gehen. Macht er ganz gut. Oh, wenn fehlt ich jetzt gegen vielleicht und die Smoke. Sehr, sehr, sehr schön. Sie halten das gut auf. Mit der erste. Oh, Shipnix. Oh, ganz stark. Gutes Aiming heute bei ihm. Setzt er im richtigen Moment immer nochmal den Headshot. Was ihm dann die Frags beschert. Mal wieder ein Lebenszeichen von den Copenhagen Wolves. 10 Runden overall, damit zweistellig. Oh, Markloff ist aber hier dick mit Geld gesegnet. Interessant. Die Aufstellung von Astana. Dosia und Adrian, die beiden B-Spieler, spielen ja auch als Terror die Mitte zu zweit. Und die 3A-Spieler dann die falsche Mitte. Nehmen wieder jetzt Rippen ein. Prinzipiell gefällt mir so ein defensives CT-Spiel überhaupt nicht. Wieder die Einnahme. Sehr, sehr schöne Fläche ist da immer von Astana, wie sie da die Mitte einnehmen. Sind Rippen durch. Fries hält da noch Hess auf. Nate wird ein bisschen Damage. Boah, macht sogar guten Damage, aber sie sind komplett auf dem Spot eingekästet, wie weit die Ts schon sind. Und da leben immer noch CTs am Spot. Wichtiger Refrag. Pimp nur mit P7. Boah, schöner Schlagabtausch hier an allen Seiten.
fertig gute, wichtige Hits schon von Markloff bekommen, der jetzt hier das One-on-One hat. 11 HP gegen 36. Oh! Auf die Kante kurz gelaufen. Schade, keine Nate mehr. Weder auf... Weder bei Fetisch noch bei Markloff. Oh, Markloff hat gesteppt und Fetisch war schon so weit von. Super gemacht von ihm. Die Fuse geht locker durch, damit die Anschlussrunde. Eine AWP gibt es nicht zu picken. Markloff hat viel Geld, Edward auch. Sie werden legen, sie werden kaufen können und sogar müssen. Die Runde war prinzipiell nicht schlecht. Hat mir jetzt, ja, kann man nochmal bringen. Was ich geil fände, wenn jetzt CW mal den Schalter umlegt, jetzt mal was Aggressives irgendwie macht. Das wäre top. Für Adrian schon in der, unterm Dach, in der Banane. Der Mensch gefangen. Oh, sie spielen tatsächlich was Offensives. Sehr, sehr schön. Oh, 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 oh. Er wird gebankt. Er wird gebankt. Nein, nein, nein. Alter. Oh, auf ihn wollte ich doch eher. Oh, wird gerefrackt. Schön von Markloff. Ich weiß, dass da unten noch einer ist. Hat aber viel Kontrolle geholt. Es geht zum B. Weiß, dass noch einer falsch ist. Er hat ihn gerade gehört. So, kann ihn machen. Jetzt schippt nichts am B. Kann noch gegenflächen. Das sieht gar nicht mehr so schlecht aus für Copenhagen Wolves. Astana hat noch Zeit. Sie könnten sich noch umentscheiden. Wollen es aber bringen. So, hier gibt es die Banks. Noch keiner mit Y gezeigt. Da wird schon zu früh gelegt. Alter, der Zeitdruck war doch noch gar nicht da. Da muss man doch erstmal alles checken. Das verstehe ich nicht. Aber, nee, selbst das macht keinen Sinn, dass sie vermuten, dass da alle am Schieben gerade sind und alle rechts. Schön, aber auch lange gewartet von Shipnix, muss man sagen. Hat er komplett sein Mate da die Aufmerksamkeit ziehen lassen. 12 beide. Langsam geht auch bei AD das Geld aus. Und Copenhagen Wolves kommen hier immer mehr in Fahrt. Auch hier, nachdem man mal was Aggressives gespielt hat, ein bisschen Momentum getankt. Ein bisschen sicherer geworden. Es bringt halt auch nichts, immer jede Runde defensiv irgendwie an den gleichen, immer wieder gleichen Posis zu stehen. Sogar mal ein Hess. Eine kleine Falle. Aber die Bombe ist wieder Banane. Wenn jetzt eine Fläche wo der Priest Füße kommen würde. Oh, nice. Oh, Laube hat er nicht gesehen. Fetisch blind. Sehr gut. Also das wird auch so mehr oder weniger zum Standard, dass er, wenn er eine Smoke liegt, dass mal hinter die Smoke irgendwie die Flash kommt. Schipnix ist noch am B. Hätten sie wissen müssen. Schipnix Standard B-Spieler, der nicht Schieber ist. Bombe gelegt. Oh, schade, macht den zweiten nicht. Aber Refrack kommt direkt. Angel im Hof gegen 3. Muss auf Frack gehen. Oh, hat jetzt gleich auch Refrack. Oh, sie rechnen damit. Geil. Sehr, sehr stark. Damit Wolves wieder die Führung. 13-12. Krass. Plant war wichtig. Ah, die müsste jetzt nur eine Eco haben. Oh, doch nicht. Gar keine Eco. Krass. Ah klar, sie haben schon mehrere Runden in Folge verloren. Damit war der Plant umso wichtiger. Keine Eco somit für Astana. Ja, man sieht's. Alle bis auf 0 runter.
Also, ja, prinzipiell schon. Und bisher sieht es doch echt ganz gut aus für die Copenhagen Wolves. Noch hat aber Astana hier ein bisschen mitzureden. Nehmen wieder schnell Haus ein. Und diesen Haus-Contact, den man vorhin gegen Varigames gesehen hat, hat man noch gar nicht jetzt hier ausgepackt. Aber Marklauf jetzt vielleicht die Chance. Nein. Nope. Aber auch alleine. Warum nicht einfach diese Taktik? Da irgendwie zu dritt Haus-Contact. Man hat ja eigentlich theoretisch sogar den Raum. Man hat ja sogar den Raum, da von der Mitte aus Fläche zum großen Sand zu werfen. Also prinzipiell wäre das eine gute Taktik gegen Copenhagen Wolves. Im Prinzip spielt man hier doch immer wieder das Gleiche. Irgendwie Rippen einnehmen und dann doch B gehen. Irgendwie versuchen, vielleicht beim B-Split zu spielen, aber prinzipiell geht es doch hier schon verdächtig oft zum kleinen Spot. Schipnix macht da wirklich einen hervorragenden Job heute. Ach, Edward gegen 4. Und das war wirklich gegen 3. Aber 10 Sekunden. Ah, CT kann. Er muss jetzt nicht mal drucken. Ja, hätte. Na doch. War schon gut. Zeit war auf seiner Seite. Also, auf Pips Seite. Gute Entscheidung. Ja. 3-5. Wollen sie auf Draw gehen? Nope. Sie wollen den Sieg. Oh, bitte jetzt einfach. Einfach den Haus-Contact. Ja, gut, sie haben viel Equipment. Sie können auch was anderes spielen. Ja, sie orientieren sich sehr zügig. Nice. Er kommt tatsächlich. Merkel noch von 100 Euro, dass der aufgeht. Dildo nicht, hinter dir. So ist bekannt. Nein, nein, nein. Ach komm. Ach komm. Da, ich hab's nicht ganz genau gerafft, welche Smoke jetzt hier verworfen wurde oder ob die irgendwie geblockt wurde. Ach Mann. So bitter. Aber jetzt genau in der Runde steht. Ich glaub, Pimp. Nicht im am Dildo, sondern. Positioniert sich perfekt um, steht unter der unterm Balkon. Ach, ist das bitter. Hätte es Astana echt gegönnt, aber Copenhagen Wolves, die findet doch eine etwas bessere Leistung ab und verdient auf jeden Fall auch gewinnen hier auf jeden Fall auch verdient. Sollten sie es jetzt hier gewinnen. Noch ist ja nicht vorbei. Diese eine Runde kann manchmal sehr schwer zu holen sein. Ach, das ist echt. Das hasse ich auch immer noch an den Smokes, wenn die Mollys löschen. Dass sie teilweise einfach in der Luft hängen, an die Smokes. Das sollte man vielleicht auch mal angehen. Bitter, dass hier Shipnix mit einem HP überlebt. So, Edward dreht hier mal wieder auf. Tötet alle im Hass. Derweil aber die Bombe. Unten, Banane gestorben. Für dich zeigt sich. Oh, macht beide. Die waren aber beide schon low geschossen. Von Shipnix und von Dupree. Oh. Jetzt wird er direkt drauf gewesen. Gegen 2. Kann er das Ace machen? Leider schon low HP. Kein Helm. Bombe ist unten, Banane down. Er weiß nicht, dass dort beide sind. Ich hört ihn. Sehr coole Position. Könnt ihr. Oh, da hat er den gesehen. Und mache ihn. Das ist GG. 16 zu. Fick dich, dass immer das Ergebnis weggeht. 12. 16-12. Kratzer an Copenhagen Wolves. Gute Leistung. Schade, AD. Hätte es ihn gegönnt. Aber T-Seite dann doch nicht gut genug. Trotzdem eine schöne Vorstellung heute von ihnen. Das lässt hoffen.
haben da eigentlich eine ganz solide Leistung gezeigt. Aber eine solide Leistung bringt einem manchmal keine Punkte. Damit Tabellenspitze weiterhin bei, oder ja, bei Very Games haben das bessere Rundenverhältnis. Platz 2 haben sie Red Copenhagen Wolves geschnappt, dann kommt Enz und Astana Dragons. Der Rest hat noch keine Matches gemacht. Morgen geht's weiter mit der Ezea Invites, die sind Nummer 15. Ich sehe ganz, ganz viele Matches auf der Ezea-Seite. Wie viele davon tatsächlich stattfinden, wird sich morgen zeigen. Morgen ist auch EPS Cup. Ich denke aber, dass ich streamen werde. Sind doch, ja, sind, jedes Match ist eigentlich sehenswert aus der aus der Season, Mann, aus der 15. Season. Von daher denke ich schon, dass ich morgen on air bin. Ansonsten, ja, die Woche über sollte es da viele, viele Matches geben. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Wir beenden das heute sogar hier ziemlich pünktlich, muss ich sagen. Gefällt mir, so kann es weitergehen. Danke fürs Einschalten heute nach sehr, sehr langer Zeit. Ich hoffe, es hat einigermaßen gefallen. Ich versuche mich wieder zu steigern, kontinuierlich. Ja. Danke fürs Einschalten. Bis morgen spätestens, aber Dienstag. Gute Nacht.